Jetzt hat Redner plötzlich viel mehr Stil, weißt du? Das ist. Nur die coolen Leute tragen Fesses. Den Oder so. meisten, den meisten Fies Stil, ist. den meisten geht immer noch Stil frei. Deal. Oh Mann, wieso ist das schon wieder so blöd? Okay, gut. Dieser dumme Button, der immer am Anfang da auftaucht. Nein, nicht immer, aber manchmal. Weapons. Ah, guck mal hier, versammelte Mannschaft. Mal gucken, ob das jemand faked, dass er hier bloß rumsteht. Aber ich schätze mal nicht. Okay, 20 erledigt. Okay, ich dachte gerade, da liegt und das war nur so ein Bein, so ein rotes von diesem, was weiß ich, was das ist, ey. Gut, wollte schon sagen erst. Oh. Das war fix. Also ich bin Jawohl. mir quasi 100% sicher, dass es Danny war. Was? Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es Danny war. Warum? Das war im Office, glaube ich. Ich Wo bin ist da er? halt reingegangen, habe so einen Task gemacht. Geh raus unten, erstmal in die Cafeteria, dann bemerke ich, dass ich da gar nicht hin muss. Geh nach unten und sehe dann, ich muss nochmal in den Office, weil dort ein Task war. Genau vor diesem Task liegt so eine graue Person, die tot ist, und Danny steht darüber, läuft erstmal weg, dann wieder hin, dann Report. Ich bin schwarz, kannst auch gerne sagen, ja, BLM. Wo ist Nee. Office? In Office. Also ich habe die Leiche auch gerade gesehen. Also als du sie wolltest, ich wollte auch gerade reporten. Ich dachte eigentlich, ich habe den reportet, Ey, tut mir aber legit, ich habe gerade legit aus Versehen für Teewurst gewotet. wie kann man denn Ich sich wollte eigentlich zweimal für dahin Teewurst. klicken, Dann ey? wollten wir doch alle für Teewurst. Ja. Ja, dann wurde ich jetzt für Dezus hier. Wie willst du Ja, das gesehen haben? Du und dann stehst da auch geht nicht rum. Danny zu der. Ja, ich habe nicht gewotet. Geil. Aber. Wie willst du das sehen, wenn das Licht aus war? Ich stand direkt neben der Leiche. Also ich war knapp daneben so. Dann müsstest du ihn ja ohne Zweifel erkannt haben. Das Diese war halt ganz am Rand von scheiß relative Mehrheit, ey. 17 Sekunden noch, bis der Meltdown vorbei ist. Ups. Verdammt. Machen das jetzt noch ein paar Leute in 9 Sekunden oder? It's your old friend, deadly neurotoxin. Ich glaube, If das I were war's. you, Das I'd war's take wohl a deep breath dann. and hold it. Ja. Ich hab's mir gedacht, dass die Zeit Was? abläuft. Die Zeit vom Reaktor ist Nice, abgelaufen. hat Ich hab's schon 10 Sekunden vorher gemerkt, dass das nicht mehr reichen wird. Hey, I was war hate denn you gerade so los? much. Was? Oh, er ist wieder da. Und wir sind wieder das Team. Ich und Rokorama, das ist ja witzig. Was ist denn das für ein Ding? Okay, gut. Ich darf nicht so verdächtig rumlaufen hier. Was ist denn hier los? Aha. Dann renne ich mal auch hier hin, wo Rokorama ist. Ja, das ist aber jetzt wieder blöd, weil ich jetzt so lange stehen muss, ne? Das ist die Rache dafür, dass du mich die gesamte Zeit umgebracht hast. Ja, was? Wo? Möchte der Schuldige sich von alleine nach vorne begeben oder muss ich erst nachhelfen? Wer? Wo genau waren die Du, Leichen? in welchem Raum warst du so lange drin? Na, ich war jetzt ja gerade hier mit Rechtus noch in diesem Raum, wo er gekillt wurde. Ich habe ja gesehen, wo er zuletzt war. In diesem, ich glaube, da wo Admin ist, ne? Dieser eine Admin-Raum da. Ja. Habe ich gerade die Und Aufgabe wer? gemacht an der Tastatur. Dann bin ich wieder in die Mitte nach oben gelaufen, weil ich da weitermachen wollte. Dann ging erst nach 10 bis 15 Sekunden der Alarm los. Warst du denn alleine mit Rechtus da im Raum? Ja, ich war gerade noch allein mit ihm drin, dann bin ich rausgegangen, weil ich fertig war und erst nach 15 Das kann Sekunden. aber nicht sein. Rechtus war da mit jemandem drin. Wir waren zu dritt da drin. Das machen wir jetzt. Der Drinki. Lidle. Oh. Ja, ich habe jetzt geskippt. Ja. Lol. Ja, nicht gut. Wenn das am Ende Teewurst ist, dann schrei ich alles Ja, zusammen. es ist halt Ja, irgendwie lol, zwischen ey. Teewurst und Desis, Mann. Ey, man darf nicht, ihr müsst skippen, wenn ihr statt nicht zu voten. Das ist halt so kacke. Ja. Oh, Fabi, ey. Ich hoffe, du bringst das bis zum Ende durch. Fabi, du bist so Was? dämlich, Mann! Wer? Fabi! Ja. Ich bin da in diesen Raum reingegangen, wo man das, ich weiß gar nicht, was das für ein Raum ist, weil ich die Map gar nicht kenne. Ja, auf jeden Fall bin ich dann den Gang weitergelaufen.
Und zufällig war dort Fabi, wie er den lieben Bubbles gekillt hat. Aber wenn das Spiel jetzt nach Fabi nicht endet, dann wissen wir, dass es Redner war. Oder so. Ja. Also ich spoilere sehr ungern, aber Glückwunsch. Fabi, was war das, Mann? Und los geht die wilde Fahrt. Alleinsteigen! Okay. Diesmal hat dann du noch weniger funktioniert, leider. Ich und Fabi, kann man nichts machen. Naja. Dann eben wieder Crewmate und meine Aufgaben möglichst schnell schaffen. Kein Problem, oder? Oh oh. Wie ich schon wieder direkt nervös bin, nur weil jemand in meiner Nähe ist. Kann ja nicht wahr sein hier. Na, will er sich rächen? Nee, will er nicht. Na, da sind wieder so viele Aufgaben bei Electrical. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, da ist wieder das mit den Ventilen dabei, aber... Nee, ich glaube, das war weiter rechts. Also vielleicht habe ich Glück und ich muss das mit den Ventilen nicht machen. Oh Gott, aber ich muss das machen. Wo soll es denn gewesen sein? Hä? Wo soll es denn gewesen sein? Also ich bin wieder links lang gegangen, dann halt nach unten und wollte rechts hingehen, weil um die Light zu fixen und dann halt in diesen Raum reingehen, wo hier das mit den, wo man halt die Lights fixt. Electrical, und ja. Auf dem Weg, ja, Electrical. Und auf dem Weg lag ein blauer Körper. Du bist links durch die Cafeteria quasi und dann nach unten. Ich weiß nicht. Ich bin einfach, ich kenne die Map hier nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur. Ja, links von der Cafeteria, genau. Natürlich. Links von der Cafeteria. Dann möchte ich einmal Dränki bitte darum bitten, um mich zu decken, weil ich war die ganze Zeit bei ihm rechts. Ja, du warst rechts bei mir, auf jeden Fall. Du warst ganz rechts bei der Karte. Ich höre dich leider gerade nicht. Ich glaube dein Mikrofon. Ja, warte, jetzt? Danke. Geht's ja, jetzt? Ich höre dich. Ja, du warst die ganze Zeit rechts, kann ich bestätigen. Ich fahre jetzt mit meinem Bruder nach Meckes. Wunderschön. Nach Meckes. Bring mir bitte einen Fischmeck mit. Big Mac mit einer Cola. Ja, keine Ahnung, jetzt war ein bisschen Entscheidungsrunde. Danny habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Redner glaube ich auch nicht. Fabi bin ich mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, der ist unauffällig. Ja. Danny habe ich bei mir die ganze Zeit recht gesehen. Da traue ich Redner wieder einen Self-Report zu. Ich weiß ich nicht. Es gibt. Können wir noch skippen oder müssen wir jetzt eigentlich. Ich würde hier einmal Würstel darum vielleicht bitten, um umzustellen bei den 8 Leuten, ob es vielleicht nur eine Imposter gibt. Ich habe keine Ahnung. Dafür bräuchte man eine neue Lobby. Okay. Ein Imposter ist aber bei 8 Leuten wenig. Ich habe halt Killku dann hochgestellt. Also ich denke mal, hier ist nichts weiter los. Ich habe jetzt einmal eine Aufgabe bei Electric. Wieso ist das nur so viel? What the fuck? Zur Hälfte aufgefüllt. So mega viel noch. Was zur Hölle? Das wird noch dauern. Raus! Wo? Dort unten, wo halt dieses Luke, dieser Luke-Task ist. Luke? Ach, du meinst mit dem Müll oder was? Ach so. Du meinst den Müllwelt, meinst du, oder wie? Dass man quasi so diesen Hebel runterzieht und dann fällt der Müll. Ja. Das gibt's aber nicht mehr auf der Map, wo genau ist das? Also ich war halt gerade Electrical, komm dort raus und sehe den Rechtus da wegrennen. Kann das jemand bestätigen? Ich denke nicht unbedingt, dass es Rechtus ist, weil, keine Ahnung. Ich war halt auch vorhin nicht die ganze Zeit, aber kurz mit ihm und wo er definitiv nicht killen hätte können. Also ich kann sagen, dass ich in Electrical war mit Dränki, ja. Und ich glaube, wer war es noch? Dränki war dabei und Reschiff, ich bin mir nicht sicher, es kann gut Reschiff sein. Ja, du warst mit mir und Reschiff. Ich weiß aber nicht wer. Und dann bin ich nach links weitergelaufen. Das kann glaube ich sogar Dränki, der ist mit mir rausgelaufen, bestätigen. Dann bin ich erst nach rechts und dann bin ich nach links weitergelaufen. Da kam ich ja, eben. Also da ich hab dich auf jeden Fall im Electrical gesehen, habe aber nicht gesehen, in welche Richtung du danach gerannt bist. Ich bin jedenfalls nach rechts gegangen, habe mein Dings da mein Benzin zu Ende gefüllt und bin dann nach oben gelaufen. Also könnten sie ja
Also du sagst, du bist erst nach rechts gegangen, nach links. Genau, also ich bin nach rechts gelaufen, um zu sehen, wohin Drenki läuft genau und was er da macht. Und dann bin ich nach links weitergelaufen. Also bist du genau zur Mordszene gelaufen und dann weg. Einmal kurz, um zu checken, was Drenki in dem Raum macht. Der Raum mit diesem Kanister, wo er reingelaufen ist. Ich kann nur die Fakten aufnehmen. Ja, und ich sag nur, was ich gesehen habe. Ich walk noch für Reshef, weil er so ziemlich der Einzige ist, den ich nicht in irgendeiner Form decken kann. Ich hab, vergessen zu voten, sorry. Ah, geil. Ja, weiter geht's. Aber kann sein, dass er recht ist. Hab ich noch gewotet, sonst wäre ich hier unschuldig rausgeflogen. Oh, die Karte. Nein. Leute, ihr dürft mir nicht so blind vertrauen. Ja, wie kann denn das? Du bist doch die ganze Zeit bei mir gewesen. Gibt's doch gar nicht. Ich hab zwischen Reshef und Rechtus gespannt. Redner, du hattest den richtigen Read, aber du hast es verkackt. Das ist die Politiker-Taktik. Du musst sie einlullen, auf deine Seite ziehen und am Ende fixst du sie, Drenki. Ich hab die ganze Zeit gesucht, um mich zu umzubringen. Einfach nur den Jux wegen, weil es mir Spaß macht, Leute zu verarschen. Also ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, wie oft Rechtus schon alle manipulieren konnte. Das ist sehr häufig. In Zukunft sollte ich dann doch mehr meinem Bauchgefühl vertrauen, gehe ich von aus. In Zukunft werde ich öfter für Rechtus abstimmen müssen. Weil ich nicht die ganze Zeit auf ihn reinfallen will, Mann. Kann doch nicht sein. Er war halt so lange zusammen mit mir, dass es mir unwahrscheinlich erschien, dass er was damit zu tun hat. Naja. Das Lustigste wäre jetzt, falls das in einer anderen Folge ist und ich die ganze Zeit noch irgendwas in der Runde sage, die in der nächsten Folge ist. Über dem Schalthebel. Es ist Wakuara und die ganze Zeit war Würstel bei ihm. Ich bin nicht an Elektriker gegangen. Ja, ich bin mit ihm von aus nach links gegangen, aber er ist in den Electrical reingegangen und weil ich wusste, dass man in Electrical stirbt, bin ich einfach gegangen zum Reaktor. Ich dachte, dass ich gesehen habe, dass du die ganze Zeit bei ihm warst. Ihr wart beide bei dem Kanister eine Zeit lang und dann seid ihr nach links weitergelaufen. Ja, und wie gesagt, da haben wir uns aufgeteilt. Ich habe jetzt prinzipiell immer recht, das unter Generalverdacht, weil er mich schon so oft verarscht hat in diesen zwei Sessions. Du darfst dem Raben nicht trauen. Nimmermehr sagt, nimmermehr. Na, ich geh mal runter. Bei Admin. Wieso ist die Tür zugegangen? Damn it. Ja, toll. Achso, das ist vom Imposter wahrscheinlich gemacht worden, oder? Was? Bin jetzt hier gefangen? Nein. Okay. Ist wieder offen? Kann ich jetzt runter? Ja, ich kann wieder runter. Aber wieso stand Rechtus da jetzt gerade ein bisschen rum? Das irritiert mich jetzt. Vielleicht deswegen. Mann, ey, Rechtus hat doch da gerade was manipuliert, oder? Er stand doch da gerade rum. Er stand doch gerade kurz an der offenen Tür, hat jetzt wahrscheinlich bei Sabotage irgendwas ausgewählt. 100 pro, Mann. Ich bin alarmiert, ey. Warum stand er da gerade kurz rum und danach ist irgendwas passiert? Okay, aber er würde sich wahrscheinlich nicht selber einsperren. Das ist jetzt doof. Okay. Ich kann jetzt wieder runter. Ich renne wieder runter, guck, was da passiert. Mist. Hier ist nichts weiter. Kurze Frage an Drenki, bitte. Ja. Hast du gerade den Mülltask gemacht, zufällig nach mir? Also ich habe den Mülltask gemacht, ja, aber es ist auch schon ein paar Sekunden her. Du hast den Mülltask gemacht? Ja. Aber nicht direkt jetzt, vor ein paar Sekunden. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, dass in der Cafeteria, also ich weiß nicht, was die Cafeteria, ich glaube dieser große Raum, wo der Emergency-Button ist, da waren die Türen erst zu. Also irgendein Imposter hat die Türen zugemacht, dann ging die Tür wieder auf und Rechtus stand an der offenen Tür rum und danach war auf einmal irgendein Alarm. Also könnte es gut sein, dass Rechtus absichtlich da rumstand, um irgendwas zu manipulieren. Lass mich kurz meine These erläutern, warum du es bist. Du hast den Mülltask gemacht.
Diese eine spezielle Mülltaste unten, das sieht man als Außenstehender, wie der Müll runterfällt. Und bei dir ist er nicht runtergefallen. Ja, es war jetzt nicht gerade eben, es war schon vor ein paar Sekunden, dass ich den Müll gemacht habe. Ja, warum standst du dann danach nochmal da? Für ein paar Sekunden, das frage ich mich dann halt. Ja, ihr könnt mich jetzt nicht erinnern, dass ich da noch rumstand. Also ich stand nirgendwo die ganze Zeit rum. Also ich stand dort rum. Theo, kannst du das konfirmieren, dass man das als Außenstehender sieht, wenn der Müll runterfällt? Ja. Gut. Ich sag dir mal meinen Sabotageplan. Erstmal tue ich niemals irgendeinen scheiß Alarmbutton sabotieren, sondern eigentlich immer nur die Lichter, weil die Lichter fucking OP sind und Spaß machen und die Alarme sind einfach nur nervig. Und zweitens Mülltask, ne? Also ich wurde jetzt ich fall nicht noch mal danach immer noch ich fall nicht noch mal auf dich rein. Ja, vielleicht machst du was machen wir jetzt? Verarscht mich hier so ein bisschen, aber da kommt ein bisschen keine Ahnung. Danke, dann spielst du nicht mit Matthias. Tschüss. Das wäre jetzt sehr lustig, weil es bei übrigens das Video von Renki. Das war ein guter Outplay. Ja, ich hoffe, dass sie das Video... Ja, ich hoffe, dass sie das Video anschauen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit dem Müll gemacht haben sollte. Fuck you! Sorry, Drecki, ich war mir so sicher. Wirklich, ich wollte gerade den fucking Emergency-Button drücken. Warum folgst du mir? Kannst du aber nicht. Du hast den Emergency-Button schon einmal benutzt. Ach, den kann man nur einmal benutzen? Ja, den kann man nur einmal benutzen. Ah. Ich weiß, was ich eigentlich machen wollte. Pass auf, rechtes, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte als Joke die ganze Zeit bei dir bleiben, sodass du, wenn du irgendwann stillstehst und wir uns angucken, ich einfach vor dir wend und wieder rausgehe. Das wäre natürlich sehr lustig gewesen. Ich hätte sehr viel gelacht. Aber du hast es nicht getan. Ja, sorry, Drängi, ich war mir so sicher. Ja, dann war es bei dir auch dummes Timing, dass du rumgestanden, also dass du kurz umgestanden hast und danach der Alarm war. Ja, ja. Weißt du, und dann sagt sie auch noch so richtig, ja, kann ich konfirmieren. Halt die Schnauze, Alter. Ich hab grad fast zu lachen müssen, wo Tevus dann meinte, ja, okay, wenn es Drängi nicht wird, mir recht ist. Keiner von den beiden war.